Hallo zu einer neuen Folge Let's Play Theotown. Wie schon angekündigt, hat es jetzt mal ein bisschen länger gedauert, bis hier die neue Folge wieder kommt. Dafür machen wir mal wieder 30 Minuten. Dann holen wir das wieder ein bisschen rein, dass es mal wieder 2 Wochen gedauert hat. Ich mache jetzt als erstes wieder die Pause raus, klar. Und die Minimap mache ich mal auf, damit ich hier unsere Stadt wieder im Überblick habe. Da brauchen wir gar nicht mehr so nah ranzoomen, sonst sehen wir hier nichts mehr in unserer Stadt. So, wir haben immer noch am Rand diesen Industriestreifen, der gehört an sich komplett abgerissen. Da unten haben wir noch ein bisschen Platz in unseren Industriezonen. Ewig viel ist es aber nicht mehr. Ja, ich baue da noch mal so eine Bahn mit Industriezonen da neben dran, bevor ich die andere abreiße. So, zweite Stufe Industrie, selbstverständlich. Mit erster fangen wir nicht mehr an. So. So, jetzt sind es genau 6 Felder, danach kommt diese blöde Zwischenstraße. Ach so, ich habe doch gedacht, ihr habt die Zwischenstraße deaktiviert. Die ist da jetzt wieder drin, weil ich Theotan neu installiert habe, um an eine neue Version ranzukommen. Ja, ist denn 11? Jetzt haben wir 12, so. Ich habe es neu installiert, um an eine neue Version ranzukommen, weil ich habe da testweise eine andere Version installiert und ja, dann wollte das nicht mehr updaten und ja. Deswegen die neue Installation, deswegen habe ich jetzt auch die aktuelle Version. Mit 74 endet die, glaube ich, und davor hatte ich noch 64 oder 63. Da schauen wir nachher auch kurz mal die Neuerungen an. Da müsste sich ein bisschen was getan haben. Ja, jetzt mache ich mal kurz diesen Streifen hier. So, da könnte ich jetzt doch kurz. Jetzt kann ich ja die Straßen da nicht mehr gebrauchen. Baustraße bei Zonen auswählen. Nein. Energiesparmodus brauche ich auch nicht, na egal. Falls ich doch mal unterwegs spiele, lasse ich den einfach mal drin. Vom optischen her dürfte der sowieso nichts ausmachen, also der drosselt nämlich nur, wenn er quasi die Leistung gar nicht braucht. Wenn man, glaube ich, die Karte nicht verschiebt, dann geht er mit den FPS etwas runter, weil dann sieht man es kaum. Jo, das müsste es sein. So, hier noch und dann nochmal. Ich habe da noch so eine zweite Busstation gebaut das letzte Mal. Bringt die eigentlich irgendwas? Oder habe ich die andere abgerissen? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Nee, hier haben wir die noch. Die bringt aber, glaube ich, gar nichts. Also, ob man eine oder zwei hat, ich glaube, das ändert nichts. Aber das wäre auch ganz praktisch, weil dadurch, dass ich die andere da unten schon habe, kann ich die Busstation da unten gleich mit ab. Da rechts, wo ich den Streifen abreiße, kann ich die gleich mit abreißen. Dann können wir da gleich richtig schön Platz schaffen. So, das fülle ich hier alles noch. So. Mit Wasser habe ich schon längst alles versorgt. Nee, hier unten noch nicht, von wegen. Doch gut, dass ich jedes Mal da reinschaue. Dann machen wir das noch kurz. Die Wasserrohre, die sollten eigentlich auch mal was kosten. Die sind, glaube ich, bis heute gratis. Na genau, keine Unterhaltskosten. Könnte man mal ändern in naher Zukunft. So, haben wir hier noch eine Wasserleitung rein. So, da haben wir wieder mal alles abgedeckt. Strom, Wasser haben wir noch mehr als genug. Jo. Bei 59% Auslastung wird das hier schon so ein bisschen beige. Das könnte auch noch grün sein. Oder ist es beige, weil die Auslastung so gering? Weil die so gering ist. Komisch, da ist alles grün, da ist das beige.
Können wir nachher nochmal reinschauen, ob wir bei 60% dann auch auf einmal da eine beige Farbe haben. So, ich reiße jetzt hier oben die Industrie ab. So, jetzt sollte ich gleich auf Zonenabriss gehen, ne? Das ist jetzt gleich die Zone inklusive Gebäude ab. Jo. Wunderbar. Und dann haben wir hier wunderbar Platz geschaffen. Können wir gleich noch die ganze Straße da oben mit abreißen. So, genau. Da gibt's doch Platz. Die Straße da unten sollte man natürlich wieder vervollständigen, wenn wir die da unten kaputt gemacht haben. So. Den Stau haben wir immer noch nicht so richtig im Griff. Es staut sich immer noch ewig. Und zwar überall jetzt. Ich habe extra mehr Straßen hier rüber gemacht, aber... Ich könnte die Straße noch gegen eine bessere ausbauen. Da lohnt sich's mal auf dieser langen Strecke, dass die Autos da mal vorankommen. Ja, jetzt kommt das Ganze nämlich richtig in Bewegung. Ja, nur dann hier oben bleibt alles klemmen. Mache ich da auch noch kurz eine Schnellstraße nach da unten. Ja, also wirklich lösen wird sich das dadurch nicht. Bei Klemm tut es dann unten an der Straße, da kommen die ja nicht schneller weg hinter dieser Kreuzung. Da in der Kreuzung kommen ja die Autos nicht schneller weg, nur weil ich oben die Straße da verbessere. Den Knoten da, den kriege ich nicht gelöst. Was ich natürlich auf jeden Fall noch machen kann, ich hier hinten nochmal eine Straße bauen. Da haben wir jetzt eh neue Zonen eingerichtet und dann können manche gleich hier hinten runterfahren. So, jetzt sollten wir es natürlich auch noch verbinden. So. Die könnte noch ein klein wenig Entlastung bringen, wenn hier neue Industrie gebaut wird, aber ansonsten kann ich da nicht mehr viel machen jetzt. Da könnte ich noch eine Verbindung rüber bauen. Die wäre dann allerdings sowieso nur für die Zukunft, weil bisher haben wir da hinten ja nichts. Ja, ich mache die einfach mal dahin, Geld haben wir sowieso genug, da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen. 40.000 plus, so fährt man davor auch noch nicht. Bleibt noch bei 49,4%. Wir haben eine hohe Nachfrage nach Wohngebäuden, aber hauptsächlich niedrige Stufen. Na wunderbar. Die könnten doch eigentlich hier bauen, oder nicht? Warum bauen die denn nicht? Also zumindest hier vorne haben wir ja noch viel Platz, oder stimmt da was nicht? Gesundheit? Nö. 94% kann man es als Zufriedenheit, denke ich mal, lassen. Da haben wir 94. Religion. Machen wir hier außen das Religionsproblem nicht? Beschäftigen die sich nicht mit Religion, oder? Komisch. Wo haben wir denn hier Religion, unsere Kirche? Ich habe irgendwo da, glaube ich, eine Moschee reingebaut. Aber wo war das? Und die Kirche habe ich natürlich auch noch irgendwo rumstehen.
Ja, da könnte man mal was Neues hinstellen. Das war die große Kirche, die, glaube ich, 4x4 hatte und damit ungeeignet für meine Baupläne. Ja, genau. Das beißt sich ein bisschen mit meinen Bauplänen, die ich gerne 3x3 groß mache, damit die hier sauber diese 6x12 Felder füllen. Ich stelle jetzt einfach mal eine Kirche so rein, das sollte die Situation jetzt deutlich verbessern. Jo. Jetzt haben sie nur noch mit der Gesundheit, aber da haben sie ja direkt ein Krankenhaus nebendran. Also was soll man denn da noch verbessern, wenn das Krankenhaus direkt nebenan? Näher kriege ich das Krankenhaus nicht mehr dran. Was anderes kann ich da eigentlich auch gar nicht mehr machen. Wie kann das nur eine Zufriedenheit von 94% sein? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Da haben wir auch 94. 84 Park. Gesundheit. Kann man denn überhaupt 100 Gesundheit erreichen? Das Gewerbe lässt sich irgendwie leichter zufriedenstellen. Gut, da ist jetzt wieder die Religion. Na, komm schon. Gesundheit. 94% Gesundheit. Das stellt irgendwie dann eine Barriere dar. Oder wollen die wirklich noch dieses andere Arztgebäude? Dieses Ärztezentrum. Also ich baue es jetzt spaßeshalber einfach mal kurz nebendran und schaue, was passiert, ob es dann besser wird oder nicht. Nee, mehr als 94% bei der Gesundheit ist irgendwie nicht drin. Oder kommt es irgendwie durch den Lärm oder sowas? Auf der anderen Seite zeigt es mir hier an, es ist alles wunderbar grün in Sachen Zufriedenheit. Also, lese ich so, als ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen. Alles bestens. Aber bauen wollen sie trotzdem nicht. Verstehe ich nicht so richtig. Dann, was machen wir dann? Legen wir neue Bodenflächen an. Ich lege jetzt spaßeshalber mal eine an, dann schauen wir mal, was passiert. Ob sich da dann plötzlich was löst oder ob die wirklich nicht bauen wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Kästchen macht er genau, dann brauchen wir 2 noch, sind wir bei 12. So, einmal quer rüber. Ach, da habe ich die Moschee und die Kirche. Sogar nebeneinander, das verträgt sich perfekt. Ja, bauen tun sie jetzt auf einmal wieder, aber. Groß bauen sie tun sie jetzt trotzdem wieder nicht. Oder gibt es keine großen Einstufengebäude? Müsste es aber an sich auch geben. Eine zweite Stufe, gut, da brauche ich nicht draufklicken. Sieht man sofort, dass es nicht erste Stufe ist. Erste Stufe, nö. Gibt es keine großen erste Stufe Gebäude? Das sieht doch aus wie erste Stufe. Der Biergarten. Scheint wirklich so, als ob es keine großen ersten Stufengebäude gibt. Aber bei 57 ist jetzt auch nicht so klein. Also diese kleinen Bruchbuden, da könnte man ruhig mal durch so ein größeres Haus wenigstens ersetzen.
Dann muss ich vielleicht einfach nur ein bisschen abreißen und die bauen dann quasi neu und wollen quasi nur das andere nicht überbauen. Das gibt es ja immer so Algorithmen, die dann schauen, baue ich jetzt über andere Häuser drüber oder nicht? Vielleicht muss man einfach noch ein bisschen Platz schaffen, weil die nicht drüber bauen wollen. Naja, jetzt lassen wir die erstmal diese Zone da voll bauen. Gewerbe suchen sie noch neue Flächen. Da richten wir hier nebendran gleich noch eine Gewerbefläche ein. Ach, habe ich noch vergessen. Da unten bauen wir natürlich noch Bushaltestellen rein. Die brauchen wir natürlich jetzt, da wir neue Zonen erstellt haben. Und beim Gewerbe oben mache ich auch noch eine hin. Da haben wir zwar nicht so schlimme Verkehrsprobleme, aber vielleicht hilft es ja trotzdem. Ach, da haben wir schon eine. Da vorne noch eine hin. Da haben wir alles abgedeckt. Hier noch nicht. Da haben wir wiederum was. Hier nicht. Na, bauen wir da auch schon mal welche hin. So. Ja, soweit, so gut. Schon mal eine ganz neue Entwicklung, dass hier viele von der ersten Stufe kommen wollen, aber die können ja gar nicht so richtig in diese Großstadt da kommen. Das müsste ja auch zweite Stufe. Schau mal, was da Neues gebaut wird. Aber irgendwie, die beeilen sich auch gar nicht, da jetzt neue Gebäude hinzustellen, sondern die haben es gar nicht wirklich eilig, in die Stadt zuzuziehen. Man sollte meinen, bei so einem grünen Balken sollten solche Flächen an sich zügig gefüllt werden, aber wenig Wasser. Ja, schauen wir nachher gleich mal danach. Es bleibt auch bei 61% noch beige. Behalten wir ein bisschen weiter im Blick. Da machen wir noch eine zweite Wasserpumpe hin. Ach, jetzt können wir auch gleich die große Wasserpumpe aufstellen. Die muss dann jetzt nicht ans Wasser gebaut werden, sondern die können wir. Ja, gut, in die Industrie muss man sie jetzt nicht unbedingt stellen, aber hier hinten neben Schloss macht die eigentlich einen guten Dienst. So, jetzt müssen wir die vielleicht noch anbinden. Und dann kann die andere mal weg. So, Nachfrage besser denn je. Aber gebaut wird wieder nur. Ach, das ist jetzt wiederum erste Stufe. Das fand ich, sah jetzt klar nach zweiter Stufe eigentlich aus. Ne, die sind alle erste Stufe. Die gelben sogar auch. Okay. Das ist zweite Stufe und das ist erste Stufe. Okay. Finde ich, sieht jetzt ehrlich gesagt eher andersrum aus. So, Gesundheit wahrscheinlich immer noch 94%. Ja, da kann man irgendwie auch nichts dran ändern. Das verstehe, wer will. 57% habe ich denn da nicht vorhin. Ah, ich habe da neu gebaut, aber der Radius, der reicht da nicht richtig drüber.
Aber eigentlich, wenn die Gesamtzufriedenheit 94% beträgt, müssen wir das dann überhaupt beachten, dass die Einzelzufriedenheit da so geringe ist? Oder spielt das jetzt überhaupt eine Rolle? Also bauen tun sie ja trotzdem. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so. Testen das mal, ob das gut klappt. Weil bisher sieht es ja eigentlich gut aus. Als ob sie es quasi ignorieren. Was macht denn die neue Gewerbefläche? Die wird richtig gut angenommen. Dann bauen wir doch gleich. Ach, das ist das Stadion, dieses riesengraue. Dieses graue, unförmige Teil da drin. So, wenn es gut angenommen wird, bauen wir gleich noch die nächste Gewerbefläche. Jetzt wollen sie noch Industrie haben. Da haben sie aber noch viel Platz. Da brauchen wir erstmal gar nichts machen. Also das Gewerbe, das prescht ja mal vorbildlich voran. Da wird sofort wird hier zugebaut. Dagegen ist das irgendwie bei den Wohngebieten ein bisschen traurig. Man hat zwar einen hohen grünen Balken, aber es tut sich nicht wirklich was. Wenn ich dieses ganze Mini-Klump da mal abreiße, gibt sich doch hoffentlich ein bisschen mehr. Beschleunigen wir das Ganze mal. Ja, immerhin schon mal 2x2 Gebäude. Kleine Steigerung. Die Industrie, die baut hoffentlich fleißig. Nö. Hohen gelben Balken haben wir, aber das verstehe jetzt auch, wer will. Vorhin war doch gerade die zweite Stufe noch negativ in der Nachfrage. Haben wir da jetzt verlassene Gebäude? Ich sehe da jetzt aber nichts. Auf der Karte unten auch nicht. Oder hier ist das jetzt so sprunghaft gestiegen, die Nachfrage dort. Und vor allem haben wir da ja noch. So, das ist jetzt auch erste Stufe Industrie. Wobei ich dachte, das verhält sich wie zweite Stufe Industrie. Dann wäre da ja eigentlich noch viel Platz. Die dritte Stufe, die ist gut ausgelastet. Na doch, hier schaut die zweite Stufe richtig gut ausgelastet. Jetzt bauen sie schon wieder ihre kleine Buden dahin. Bis auf das eine Haus hat es leider wieder nichts gebracht mit den Abreißen. Ich reiß mal die Parks da, also diese Grünflächen da. Weil ich glaube, die bringen sowieso nichts, aber die stellen uns natürlich die Landschaft zu. So, jetzt mal eine komplette Ansicht hier. Also es tut sich irgendwie nicht sonderlich viel. Also gerade bei den Wohnhäusern. Ach, an anderer Stelle, da bauen sie. Die wollen irgendwie dieses neue Gebiet da hinten noch nicht so richtig erschließen. Liegt es vielleicht auch daran, dass das Gewerbe arg weit entfernt liegt? Also könnt ihr hier mal ein Gewerbegebiet noch reinmachen. Ich weiß nicht, inwiefern das hier Wechselwirkungen erzeugt zwischen Wohngebieten und Gewerbegebieten oder ob das komplett unterschiedlich funktioniert. Gleich mal dritte Stufe hinklotzen.
Und bei einer Gesamtzufriedenheit von 100% kann man eigentlich erwarten, dass sie da auch große Häuser hinstellen können. Na gut, aber wenn man auf die Bewohner unten schaut, hat sich schon einiges getan. Also ich habe mal geschaut, beim Start waren wir bei 13.900 oder sowas. Also langsam aber sicher tut sich schon was, aber braucht alles ein bisschen Geduld. Ich mache jetzt da die Wohngebiete einfach noch komplett. Vielleicht können wir das Ganze ja noch ein bisschen beschleunigen. Auch wenn ich da ehrlich gesagt selber Zweifel dran habe. Ich lasse dazwischen einfach mal ein Feld leer. Da könnte man dann zum Beispiel noch Schulen oder sowas hinstellen. Und das da hinten füllen wir noch mit einem Park. Oder sagt man besser gleich mit Parks. Stellen wir den anderen da auch noch. Jetzt sind immer noch zwei. Ach so, ich wollte noch nach Neuerungen in der Version schauen. Ah, ich kann hier auch mit den Pfeilen durchwechseln. Das ist schon praktisch. Sag mal, warum bauen sie denn hier wie verrückt diese 2x2 Gebäude hin und hier hinten immer noch nicht? Schulbildung sieht ganz schön schlecht da hinten aus. Die andere Schulbildung auch. Ja, aber warum beschweren die sich denn dann nicht? Die bauen einfach erst gar nicht dort. Ja, darauf muss man auch erst mal kommen. Na, ja, aber es gibt große Gebäude mit Stufe 1, das sehen wir jetzt auch. Aber so habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Da bauen wir noch gleich mal eine große Grundschule rein. Das kann es ja nicht sein. Da haben wir erst eine große Grundschule. Das betrifft ja alle Gebiete hier oben. Kein Wunder, dass sie nicht so richtig wachsen wollen. Da müssen wir gerade mal kräftig ausbauen. Da kommt hier schon mal eine große Schule hin. Dann machen wir noch eine Hochschule hin. Und da hinten machen wir das Ganze einfach noch mal. Einmal Grundschule. Und einmal Hochschule. Aber dass die da mit der Bildung so zufrieden sind, also dass sie sich gar nicht beschweren, obwohl denn ja sogar eine Grundschule fehlt, also kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Jetzt steigen auch die Einwohner kurz mal stark an. Jetzt haben wir schon fast 1000 mehr im Gegensatz zu vor ein paar Minuten, wo ich das noch erwähnt habe. Das hat jetzt kurz mal einen ordentlichen Schub gebracht. Jetzt geht es hier vorne nämlich auch noch runter. Bei uns jetzt auch kräftig, genau. Das heißt, man kann sich nicht immer so richtig auf die Angaben von denen hier verlassen, sondern muss quasi schon so ein bisschen vorausplanen. Die erste Stufe, die beschwert sich jetzt natürlich weniger über Bildungsmangel als die anderen Stufen, aber die kommen dann natürlich einfach nicht. Da wird schön ausgebaut. Jo, dann mache ich da vorne auch noch neue Gewerbe hin, aber
Das mache ich dann erst in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt fast wieder 30 Minuten zusammen. Deswegen lasse ich es jetzt an der Stelle hier. Wir sind heute auch wieder ordentlich vorangekommen. Insofern passt es, denke ich, heute. Ich mache mal wieder einen kompletten Überblick über die Stadt rein. Nee, kleiner wird es nicht mehr. Dann lassen wir da mal so schön in die Stadt kommen. Und dann bedanke ich mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder vorbeischaut. Ciao!